Guido Happle, es ist jetzt die dritte Plakette, die ihr macht. Was bedeutet euch das jetzt? Also ja, nach dem zweiten Mal habe ich schon gedacht, es wäre schön, noch ein drittes Mal zu gewinnen. Und die letzten 6 Jahre hat es halt leider nicht knapp geklappt. Und jetzt beim dritten Mal, also muss ich sagen, ist es das emotionellste Mal gewesen. Also sind wir noch freudentränlich gekommen, als ich es erfahren habe. Jetzt emotional wegen der Plakette selber, hat die nochmal speziellere Bedeutung, weil es jetzt auch eine Doppelfunktion hat, ein bisschen, oder auch einfach, weil es jetzt gerade das dritte Mal war? Ja, in erster Linie, weil es das dritte Mal war, aber auch, weil wirklich so eine typische Basler Institution wie der Zolli jetzt endlich auch mal auf der Plakette ist. Also ich bin ja neben dem Zolli aufgewachsen. Als kleiner Knopf bin dort in der Nähe in den Kindergarten gegangen. Und durch das haben mich eigentlich auch ein kleines Kind gefreut, dass der Zolli endlich mal auf einer Plakette dargestellt wird. Wie ist jetzt auch die Plakette entstanden? Können Sie uns schnell mitnehmen auf die Reise von der Entwicklung? Also es ist so, dass man sich nach der Phase hat, also so ist es bei mir einmal, dass ich mir Gedanken mache, was könnte es so von Mottos geben. Dann ist man so ein bisschen im Internet am Recherchieren, was passiert auf der Welt, was passiert in Basel, was hat so allgemeine Themen. Und dann habe ich dort gesehen, ja gut, der Zolli hat 2024 das Jubiläum, das 150-Jährige, das wäre doch ein super Motto für die Fasnacht. Und dann habe ich das einfach mal so im Hinterkopf gehabt, dann bin ich mal gesehen, joggen im Wald und dann ist mir das so... Also, ja, man sagt so Geistesblitz, oder? Ist dann einem so das durch den Kopf, dass man das jetzt so darstellen könnte. Der Herr Bagon hat gerade die offene Tür angesprochen, die jetzt auch da bei diesem Käfig ist. Wieso ist sie jetzt offen oder hat die eine bestimmte Bedeutung? Ja, also wenn der Käfig zu gewesen wäre, das wäre eher so ein bisschen beklemmend gewesen, oder? Als Basler ist man ja auch weltoffen und die Fasnacht ist offen und wirklich vogelfrei. Von der Süße her, man kann ja wirklich fast machen, was man will. Und von dem her musste die Türe nicht schon offen sein. Der Vogel ist ja nicht gefangen im Käfig. Jetzt auch im Zolli, oder? Der Zolli öffnet sich ja auch, jetzt auch mit dem Vogelhaus, das sie neu gebaut haben, dass der Vogel nicht nur noch im Käfig ist, sondern wirklich auch im Haus, also mehr Freiheit hat. Auch. Das sollte es auch so ein bisschen darstellen. Was verbindet die Fasnacht und der Zolli? Ja, also es ist ja so, wenn man Fasnacht macht, ist man ja eigentlich auch ein komischer Vogel oder ein schräger Vogel, also sicher mal so verbindet es, oder? Man ist ein bisschen ausgeflippt. Ja, es ist halt auch ein Basler, also Zolli Tradition, es ist halt einfach verbunden mit Basel. Also eben, es gibt es jetzt seit 150 Jahren, die Fasnacht gibt es auch schon seit über 100 Jahren. Und so ist auch so ein bisschen der Zusammenhang im Ganzen. Jetzt hat auch das Komitee gerade noch 3 Pin dazu lokrieren von euch. Wie ist auch das für euch? Was bedeutet euch jetzt das, dass da gerade noch der Zusatz dazugekommen ist, dass noch so viel entstanden ist? Also ich habe es eine tolle Sache gefunden, weil der Zolli begeistert ja auch die Kinder hauptsächlich. Und die haben natürlich auch eine Freude, wenn sie noch so ein kleines Gadget haben, dann von der Fasnacht, weil auch noch ein Zusammenhang ist mit dem Zolli, mit der Giraffe drauf, mit dem Löwe. Und ich bin natürlich Feuer und Flamme gewesen, wo man mir den Vorschlag gebracht hat, dass man das so machen könnte. Sehr schön. Jetzt noch als abschließende Frage. Alle guten Dinge sind 3. Jetzt werdet ihr weiter bewerben oder ist das jetzt von der Plakette bei euch? Ja, jetzt ist fertig. Nein, nein, ich werde natürlich weiterhin wahrscheinlich mitmachen. Aber ja, das dritte Mal ist halt wirklich recht speziell. Aber ich würde mich das nächste Mal wieder freuen, falls ich wieder mal gewinne. Also, vielleicht geht es auch wieder 6 Jahre, vielleicht geht es 10 Jahre. Aber die Freude wird sicher auch wieder da sein. Dankeschön.